Entschuldigung, die Reisepapiere bitte. Guten Morgen. Oliver, hör auf! Du weißt, ich mag diese Spiele nicht. Aber du hast sie mir auch selbst geschenkt. Mir ist so langweilig. Versuch noch ein bisschen zu schlafen, ja? Vielen Dank und gute Reise. Danke. Wiedersehen. Strafgefangene Christa Wagner. Wann wo geboren? 1951 in Leipzig. Folgendes wird Ihnen zur Kenntnis mitgeteilt. Auf Beschluss erfolgt Ihre Entlassung innerhalb der nächsten 24 Stunden. Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik wird Ihnen wegen versuchter Republikflucht aberkannt. Unmittelbar nach Ihrer Entlassung werden Sie des Landes verwiesen. Politischen Haltung. Mami, sind wir da? Nein, nicht. Warum halten wir denn hier? Komm, steig aus. Komm. Was machen wir hier? Wir treffen jemanden. Wen? Oliver, du musst ganz in der Nähe des Autos bleiben, ja? Es kann sein, dass wir plötzlich abfahren müssen. Warum sagst du nicht, was wir hier machen? Frag jetzt nicht. Tu, was ich dir sage. Bitte. Viel von dir geschrieben. Wie geht's deinem Hasen? Der hat jetzt eine Frau und bekommt bald Kinder. Ja, und behältst du die alle?
Ich hab was für dich. Oh toll, den hab ich mir schon lange gewünscht. Der gehört jetzt dir. Der ist aus meiner Sammlung. Danke. Bring ihn in den Wagen und spiel ein bisschen. Oliver weiß nicht. Hat er dich nie gefragt, wo sein Vater ist? Doch, früher schon. Oliver gefällt mir. Brauchst du noch? Ich habe eine vergessen. Gift ist Gift, aber eures schmeckt besser. Bist du zu Fuß hier? Nein, ich habe mein Fahrrad weiter wegstellen. Schön hier. Ich habe dir geschrieben. Wann? Es ist kein Brief mehr gekommen. Ich weiß. Vorgestern, nach dem Konzert. Ich hatte einfach Lust, dir zu schreiben. Was habt ihr gespielt? Bruch, Violinkonzert. Ich war so glücklich und wusste nicht warum. Vielleicht verrät es deinen Brief. Mami, schau mal! Ja, schön. Ich wusste nicht, ob es gut ist, euch zu treffen. Und? Es ist gut. Am liebsten würde ich Oliver in die Arme nehmen. Ich habe mir das so oft vorgestellt. Kannst du Fußball spielen? Ja. Klaus, wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr da. Ich konnte es dir nicht sagen, sonst hätte ich dich in Gefahr gebracht. Vergiss nie, ich liebe dich. Woran denkst du? Klaus, ich kenne Leute, die... Gute Leute, die holen dich hier raus. Wolltest du mich deshalb treffen? Ich habe alles durchdacht. Du musst nur Ja sagen. Bitte. Christa, ich gehöre hierher.
Sie sind meine Freunde, meine Arbeit, meine Patienten. Kranke gibt's doch überall. Verstehst du nicht? Nicht alles ist austauschbar. Du bist ja nicht glücklich. Glücklich? Diese Frage habe ich mir schon lange nicht mehr gestellt. Du hast also aufgegeben. Wenn ich weggehe, gebe ich auf. In jedem Stall ist Mist, deshalb kann ich nicht vor jedem Gestank davonlaufen. Jedenfalls nicht, solange man mich nicht dazu nötigt. Oliver, bitte komm! Da, nimm!